Eine Portion Lockerheit, eine Portion gute Laune. Keine Spur von Abstiegsdruck, auch nicht vor der schweren Aufgabe gegen den FC Bayern. Ingolstadts Trainer Mike Walpurgis, ganz cool. Wie war die Frage? Was kann der Tabellenvorletzte schon verlieren? Der Rekordmeister, wie eigentlich immer, der klare Favorit. Also, wenn man das Spiel sieht, ist es, denke ich, auf dem Papier klar, wie so ein Spiel ausgeht. Und alles andere als ein Sieg wäre sicherlich auch eine Überraschung. Aber genau das ist unser Ziel, die Überraschung zu schaffen. Ganz schön selbstbewusst, Walpurgis, der Motivator, der Antreiber. Es ist entscheidend, dass wir dran glauben, dass wir davon überzeugt sind, auch gegen Bayern etwas zu holen. Ob das ein Punkt oder ein Sieg ist, es ist entscheidend, dass ich dran glaube und dass ich davon überzeugt bin. Denn nur dann kann es eintreten und nur dann können wir auch in so einem Spiel etwas Großes erreichen. Die zuletzt eher mäßigen Vorstellungen des FC Bayern schüren Hoffnungen. Schon im Hinspiel beim 3:1-Erfolg hatte der Favorit so seine Schwierigkeiten. Wir brauchen Entschlossenheit, wir brauchen Glaube, wir brauchen Konzentration, wir brauchen Motivation, wir brauchen Fokus in unserem Spiel. Und wenn wir unsere Topleistung bringen, dann wird es für den FC Bayern München hier sehr schwer. So klingt die pure Entschlossenheit. Schon vor der Winterpause musste sich Leipzig als Tabellenführer in Ingolstadt geschlagen geben. Walpurgis und die Außenseiterrolle seiner Mannschaft, das scheint ihm bestens zu gefallen. Wir haben hier nichts zu verschenken und wir gehen hier in diese Partie und wollen natürlich auch im Kollektiv zeigen, genau wie gegen Leipzig, dass wir gegen den Tabellenführer erfolgreich sein können.